vor den Pforten zum Dorf Ethene, dem Zentrum der Welt. Meine liebsten Leute, begrüße ich euch hier und jetzt in Folge 3 von Dragon Quest 10 zurück zu unserem großen Abenteuer. Schön, dass ihr da seid. Kommt also mit. Wir wollen nämlich rein ins Dorf und mit unserer Schwester Lillian jetzt zur großen Abba gehen. Der Schutzpatronin, dem Sprachrohr der großen göttlichen Schildkröte. Die wollte was von uns und ich bin gespannt, was sie wollte. Drum gehen wir zu ihrem Haus. Ich werfe mal die Karte auf, dann sehen wir nämlich genau, wo wir hin müssen. Dort vorne an dieser wundervollen Darstellung der Schildkröte vorbei. Ja, das soll tatsächlich die Schildkröte darstellen, dieses Haufen etwas, keine Ahnung. Jedenfalls geht es dort vorne hin. Dort auf der Karte ist ja auch schon verzeichnet, wo wir hin müssen. Dort im Haus der alten Dame. Also, flott wie wir sind und auch viel stärker, denn jetzt sind wir mittlerweile Level 3. Wir haben ein bisschen aufgelevelt. Das ist praktisch, das ist gut. Also egal, was für ein Grauen uns nun im Privatgemach der großen Aber erwartet, wir werden dagegen vorgehen. So viel steht fest. So, rein mit uns ums Eck. Da wären wir. Ob sie schon wach ist oder ob wir sie wecken müssen, das wäre doch nicht so gut. Ach, guck mal. Shini spricht. Ah, Kurando. So, ich werde sie erwecken. Na, denn, du musst wissen, wenn sie wach ist oder erwacht, dann ist sie nicht in besser Laune. Entschuldigung, liebe Großmütterchen. Kurando und Lillian sind jetzt gerade da angekommen. Tor! Was ist das denn? Großmütterchen? Du siehst ja wirklich sehr gesund aus, oder? Fühlt sich wohl? Ich hab gut geschlafen. Euch ist zu verdanken, dass ich einen guten Schlaf hatte. Ach, gerade das Kissen, das war super, eine super Idee. Ah, vielen lieben Dank. Also dann, alle miteinander, trefft euch hier zusammen. Wir müssen uns besprechen. Und du, Shini, sammel alle Dorfbewohner hier, bitte. Denn ich habe etwas Wichtiges zu verkünden. Ich möchte eine Botschaft der großen Schildkröte loswerden. Ja. Jetzt ist es soweit. Sie spricht im Namen der Schildkröte an uns alle. Volk von Ethene, macht euch bereit und spitzt die Ohren. Ich werde nun eine Botschaft der großen Schildkröte an euch übermitteln. Es ist meine heilige Aufgabe, die mir als Priesterin übergereicht wurde. Und ich werde sie wortwörtlich an euch weiterleiten. Denn bald ist es soweit, das Dorf Ethene wird von einem großen Unglück heimgesucht. Eine große Katastrophe wird es komplett zerstören. Alle Bewohner von Ethene werden ausnahmslos alle sterben. Was sagen Sie da? Diese Botschaft, das kann doch nicht sein. Heißt das, die große Schildkröte lässt uns im Stich? Seid still. Schweigt. Die Verkündung geht noch weiter. Denn die Bewohner von Ethene werden wohl sterben, ja, so ist es. Aber ein großes Licht wird erstrahlen und wird übrig bleiben in ihren Herzen. Es ist nicht so, dass wir vom Erdboden verschluckt werden, ja. Es ist nicht so, dass unsere Kultur endgültig verloren geht. Etwas passiert. Denn im Norden, in den Höhlen des reinen Wassers, dort blüht eine legendäre Pflanze. Wenn man diese Pflanze in den Händen hält, ja, dann kann man das Schicksal der Zerstörung umgehen. Das sagen die Legenden. Oh, super! Aber was diese Blume anbelangt? Ja? Davon habe ich noch nie was gehört. Ach so, das ist Schwieger. Von der Blume habe ich noch nie was gehört. Die Dorfbewohner. Jetzt spricht die aber wieder. So ist es ja. Denn es ist eine wirklich magische Blume, die nur an einem Ort wächst, an dem wir noch nie einen Fuß hingebracht haben, wo wir noch nie hingeschritten sind. Deshalb werde ich nun entscheiden, wer dorthin geht zum ersten Mal und wer sie pflückt für uns, um uns zu retten. Denn es sind hier mein
Ich weiß nicht, ist das, welches Geschlecht, ist egal. Jedenfalls, mein Enkel Shini oder meine Enkelin Shini und Corando. Und Lilien, diese drei. Ihr wisst, die große Katastrophe steht bevor. Sie wird kommen. Deshalb müssen auch wir unser Bestes geben. Wir werden gemeinsam mit der Schildkröte alles daran setzen, unser Dorf zu retten und zu beschützen und alles zu geben. Oh, ja, wie zu erwarten von der großen Aber, der Optimismus. Sehr gut, sehr gut. Dann können wir uns ja jetzt beruhigen. Dort vorne. Oh. Ein Monster ist ins Dorf gekommen. Was, das gibt's doch nicht. Alle miteinander, aus dem Weg. Okay, wow. Shini. Puh. Warum konnte ihr ein Monster in das Dorf hineinschreiten? Eigentlich sollte unser Dorf vor den Monsteraugen verborgen sein. Meine Barriere, was ist nur passiert? Unheilvoll, was hier vor sich geht. Was passiert nur mit uns, fragen sich die Dorfbewohner. Die große Aber hat zwar gesagt, und es ist alles in Ordnung, aber wenn wir wirklich zerstört werden, wie es die Botschaft der Schildkröte besagt. Oh, furchtbar. Heißt es, dass die Barriere der großen Aber zerstört wurde? Beruhigt euch alle miteinander. Wir werden die Blume pflücken und uns damit retten hier. Also lasst uns gehen. Zur Höhle oder den Höhlen des reinen Wassers. Wir müssen über das Feldgebiet und ja weit in den Norden reisen. Ich werde noch einmal zu Hause ein Gebet ableisten und dann können wir direkt aufbrechen. Und jetzt ist Shini unser Kamerad geworden. Das ist doch schön. Das ist doch richtig, richtig fein. Und ich sag bewusst Kamerad, weil das ist tatsächlich ein Typ. offensichtlich, ich guck mir das nochmal an. Warum ich da die Geschlechterrollen so nicht zuordnen konnte, keine Ahnung. Jedenfalls, weiter geht es mit dem Dreiergespann. Ich speichere jetzt auch nochmal. Ich gehe mal ins Gebet hier über. Oh ja. Oh, und Shini ist Level 7? Nicht schlecht. Nee, ich will nicht aufgeben. Aufgeben ist keine Alternative für uns. Wir wollen weitermachen. Wir wollen ja das Dorf vor der Zerstörung retten. Am besten wäre es wohl, wenn wir uns jetzt noch einmal ausrüsten. Oh. Shima hat mal schon geredet, aber Tanja heißt der Tanja tatsächlich. Steht hier direkt im Weg. Oh, ich habe gewartet, dass ihr kommen würdet. Denn es ist schrecklich. Wir sind in einer Situation, dass die Zukunft des Dorfes entschieden werden kann letztendlich. Also ich gebe dir was, was ich hier aufbewahrt habe. Ach, einen Kraftring haben wir gekriegt von ihm. Nun macht dich auf den Weg. Pflückt die Blume und bringt sie der großen Aber. So, auf Ausrüstung können wir doch gleich mal den Ring hier ausrüsten, hier unten. Da haben wir ihn. Und da seht ihr das erste Mal das Inventar. Wir haben auch den lustigen Hut noch, den wir von unserer Schwester gekriegt haben. Ich rüste mal den Ring erst aus. So, ausrüsten. Und hier können wir dann immer ablegen oder wegwerfen. Stadu ist immer wegwerfen. Also falls ihr das wirklich mal selbst auf Japanisch spielen wollen würdet, passt auf, dass ihr die Sache nicht wegwerft, wenn ihr die Sprache nicht beherrscht. Das wollen wir nämlich nicht. Den Hut. So, das macht die Leute glücklich in dem Umfeld. Wir können das so ausrüsten, dass man sieht oder so, dass man es nicht sieht. Ich rüste mal so aus, dass man es sieht. Das ist ein fantastischer Hut, oder? Soll die Leute glücklich machen? Reagieren die darauf, dass ich diesen Hut trage? Eieieiei. Das kann ja was werden. Ich weiß nicht. Ich glaube, ihr lieben Leute, ich glaube, das kann ich eigentlich niemandem antun. Ich trage das mal einfach, um meine Schwesterchen glücklich zu machen. Ein paar Minütchen hier im Dorf. Und gleich, wenn ich rausgehe, dann muss ich den, glaube ich, absetzen wieder. So, vorher gucken wir aber nochmal hier vorne. Und
lassen uns da mal was andrehen vom Händler. Bisschen Geld müssen wir ja mittlerweile haben. Zumindest um einen Gegenstand zu kaufen, vielleicht ein neues Schwert oder sowas. Ich hoffe doch. Jedenfalls, ja, also wenn unser Dorf untergeht, dann ist egal, wie viel Geld ich auch habe, das macht alles gar keinen Sinn. Aber ich bin ja immer noch ein Händler, muss man sagen, und ich lebe auch mein Händlerleben. Deshalb, ich kann meine Waren nicht einfach an dich hier verschenken. Das geht nicht, das kann ich nicht machen. Also, was willst du machen hier bei mir beim Krämer-Shop? Willst du was kaufen? Dann kauf dir was. Okay, okay. Ich kann auch für sie... ich kann nur eine Waffe holen. Ich glaube... Hier haben wir einmal Angriffskraft steigt von 19 auf 21. Und hier bei dem wunderschönen Zauberstab, den Rodie, kleinen Stab, da können wir die Heilzauberkraft erhöhen von 11 auf 13. Ich gehe mal mit dem Schwert hier. Wollen wir es gleich ausrüsten? Ja. Gut, haben wir gleich angelegt. Gibt sonst noch was? Lederhandschuh. Lederschuh. Können wir uns ein bisschen flinker machen mit. Und wir sehen, das Aussehen verändert sich gleich damit. Das ist auch ganz spannend und auch schön. Haben wir jetzt... Und der Hut, der untergräbt die ganze Autorität, die wir ausstrahlen. Jedenfalls werden wir jetzt nochmal weitergehen. Nachdem diese schreckliche Offenbarung uns eingeholt hat. Was will denn... hier, hat der noch was zu sagen? Ah, die. Es ist so weit, dass die Monster in das Dorf eintreten. Also, das wird auch so sein, dass die Monster auch draußen jetzt viel wilder sind. Ich werde das Dorf mit meiner ganzen Kraft verteidigen. Ihr kümmert euch und geht tief in den Norden zur Höhle des reinen Wassers und sammelt die Blume dort. Haben wir schon die Blume auf dem Kopf? Habt die doch schon auf dem Kopf. Das Blümchen, ja? Scheinbar nicht das, was sie sich erhoffen. So, da sind wir wieder auf der Ebene, auf der man geschult wird. Bin mal gespannt. Das Blümchen. Tenznohanna heißt es, also das ist so viel wie Zeitblume oder Tempusblume, die wir suchen sollen. Das irgendwas mit ihrer Kraft zu tun hat, weiß er nicht. Dem, was eine magische Fähigkeit hat und die Zeit damit manipulieren können, das werden wir erfahren. Okay, wir können tatsächlich diesen dämlichen Hut die ganze Zeit auch im Kampf tragen. Aber ich muss mich bei Lillian entschuldigen. Das sieht zu affig aus. So, wir sind aufgelevelt. Ich kann ihn ja tragen, der ist ja wahrscheinlich auch besser sogar, aber ich rüste ihn so aus, dass man nicht sieht. Nutze ich einfach mal die besondere Fähigkeit. So, neuer Zauberspruch wurde gelernt von Kodano. Was ist denn das für ein Zauberspruch? Gehe ich mal auf Jumon. Jumon ist Zauber. Ah, Sau. Ah, da kann ich manchmal Leute mit, also Kameraden mit einem HP-Punkt dann wieder zurückholen. Also ein Wiederbelebungszauber. Und ihr seht jetzt auf der Karte, die ich aufgeworfen habe. Dort geht es nach oben. Immer weiter in den Norden wurde uns ja auch gesagt. Nehmen wir den Weg hier vorne. Wir gehen auf dem Pfade. Erst einmal knöpfen uns aber die Momons hier vor. So, totgehauen. Na. Und da gibt's auch noch einen saftigen Hieb. Einmal Meda von Shini. Entfesselt. Und auch das hat geklappt. Fantastisch. Ich gucke mal ganz kurz. Kurz hier. Hier können wir uns heilen. Ich wollte mal ganz kurz hier gucken. Können wir denn eigentlich die Befehle auch selbst bestimmen, was die anderen Charaktere machen? Oder sind wir auf uns alleine gestellt da? Untersuchen Monster. Kann ich untersuchen? Oder mache ich das hier? Nee, ne? Quatsch. Meine ich. Geht leider, glaube ich, hier nicht. Oder kommt noch die Funktion? Ach, guck mal, ein Hammerbrüderchen. Den wollen wir uns auch mal vorknöpfen. Und sie kommen natürlich nicht alleine. Ein Ikakusagi, ein behörntes Kanickelchen.
Ja, beschwört Meda. Ich habe leider noch keine Spezialfähigkeit, die ich einsetzen kann. So. Und noch ein paar Hiebe. Das war's. Unser Sieg. Perfekt. Und jetzt können wir ganz nach Norden gehen, tatsächlich. Da ist eine Kiste. Hast du gesehen, da vorne leuchtet doch was schimmernd rot. Ein Kistchen. So, magisches Wasser. Nehmen wir mit. Und dort ist ein Schleimritter. Was hat der denn da zu suchen? Ach, der wartet auf uns. Der will uns bekämpfen. Der Schleimritter erscheint. Den nehmen wir uns an den Knöpfen uns mal richtig vor. Genie beschwört Meda. Oh oh, und er wird wütend. Alles klar, erledigt. Das war's mit ihm. Und da steigen wir noch ein Level. Kurano steigt ein Level und hat einen neuen Zauber gelernt. Beziehungsweise Holmi, ist Holmi verbessert? Nee, Quatsch. Wird er eben. Ich kann mich durchholmien jetzt jedenfalls, aber das muss ich später erst machen. Gerade geht's noch. Hat sich wahrscheinlich verbessert, der Zauber. Wir laden den nächsten Screen und gucken weiter, was uns erwarten mag. Auf der namenlosen Grasebene. Und dort oben sehen wir unseren Zielpunkt. Und auch das Gebäude nähert sich uns dort hinten. Ein Gremlin. Der uns hier mit seinem Flammenarten ziemlich zusetzt. Ah. Das lasse ich mir auf jeden Fall nicht gefallen. Eine Kiste gibt's auch. Ach, guck mal. Nur noch ein Faden. Faden, den wir uns da rausgerupft haben. So eine Monstermeute erscheint. Hier wetzen die Klingen. Und der Gremlin will sich selbst gerade heilen. Warum auch immer. Hat er noch gar keine Wunden gehabt. Die kriegt er jetzt aber natürlich noch. Aber erst wollen wir den Zorn des Schleimritters hier unterbinden. Perfekt. Und auch der Gremlin ist nun wütend. Ah, ich kann mich auch umrüsten, sehe ich hier gerade. Gerade mal gucken, was man im Kampf noch machen kann. Aber das ist wahrscheinlich nicht das Schlauste, was wir jetzt machen können. So, und schon wieder ein Levelanstieg. Level 6 sind wir schon. Ich kann auch, wie gesagt, Autorun anschalten. Da muss ich gar nicht so doof hier mein Pet umklammern. Geht dann alles ganz automatisch. Ihr seht, hier sind allerlei Monster zugange. Ein wildes Treiben. Könnt ihr ja mal wagen, ne? Kann natürlich auch sein, dass wir gleich ziemlich dick aufs Gesicht fallen, weil die ziemlich stark sein können, die Gegner, ne? So. Ich hoffe, dass Genie gleich genau, Meda beschwört. Oh, verdammt. Das hat weh. Aber Legion kümmert sich um unser Wohl. Heilt uns. Er wird stärker. Der Ork, komm. Das war's. Abgebrannt haben wir ihn. Und es gibt ordentlich Geld und Erfahrung, ne? Nicht schlecht. Ich schaue jetzt hier mal vorbei. Vielleicht finden wir noch was Schönes. Einen bösartigen Baum. Komm, dann hauen wir uns mit dem auch nochmal richtig schön hier. Ein menschengesichtiges Baumwesen.
Und das zieht ab. Das zieht ziemlich viel ab sogar. Ob wir das schaffen, dieses Wesen zu bezwingen? Die nächste Frage. Wir wagen es auf jeden Fall. Oh oh. Ein fieser Tanz. Aber nein. Uns kriegt es nicht so schnell hier kaputt gemacht. Wir schlagen zu. Verfehlen ihn, aber auf Chemie ist wirklich hier Verlass. Super. Levelanstieg für uns und dort vorne sind dann schon die Höhlen. So, diesmal habe ich aber wirklich einen neuen Zauber gelernt. Dynamit. Ach, guck mal. Da kann man dann aus Höhlen oder so fliehen mit. Fluchtzauber, das ist gut. Und dort lauert schon der nächste Gegner. Ich regeneriere mich nochmal. Im sonderbaren Licht bade ich. So. Und sage, hier geht's das nächste Mal weiter. Es ist eine kurze Folge, es tut mir leid, aber ja, ich muss noch was vorbereiten. Beim nächsten Mal geht's aber umso munterer ans Werk. Und ihr könnt euch ja dann darauf freuen, dass uns der erste Dungeon dann schon bevorsteht. Das wird also eine ganz, ganz, ganz große Wucht. Das sage ich euch. Und bis zum nächsten Mal könnt ihr auf jeden Fall nochmal kommentieren, liken und auf den sozialen Medien gucken und das nächste Mal wieder einschalten, wenn es mit Dragon Quest 10 weitergeht. Bis dahin, bleibt gesund und munter, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.